es ruft an. XXL. Boah, Leute, ey. Entschuldigung, meine Nase läuft gerade wieder weg. Ey, komm mal her, ich muss was sagen. Verstehst du? Ey, voll bodenlos. Eine Erkältung ist bei mir eingezogen und so, ne? Ich hab dir zwar auch die absolute fristlose Kündigung ausgesprochen, aber die kam aber auch direkt um die Ecke, die Erkältung. Sie wäre im Schniefer-Schutzbund. Verstehst du? Ja, 3 Monate Kündigungsfrist und so, ne? Was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Mann, ich bin erkältet. Erstes Problem, ich wollte mich mal wieder krank melden auf der Arbeit und so, ne? Ja, ihr kennt ja das schöne Beispiel, wenn man immer nach Feuer ruft, kommt irgendwann die Feuerwehr nicht mehr. Du weißt, was ich meine, so, ne? Ja, sie glauben mir nicht wirklich. Habe ich denen zum Beweis erstmal so ein paar benutzte Taschentücher geschickt und jetzt sind sie alle sauer. Ich weiß aber nicht, warum. Ja, und zweites Problem, hast du mal probiert, einen Termin bei einem Arzt zu kriegen? Leider, gar nicht, ey. Ich habe das Gefühl, selbst die Bandansage beim Arzt hat einen eigenen Anruf beantwortet, dass die Bandansage nicht zu erreichen ist für einen Termin. Selbst einfach mal beim Arzt vorbeigehen, siehst du so ganz viele alte Rentner da so rumstehen und so, ne? Ja, und dann erzählen die dir mit einem Mal, als ich mich angestellt hatte, ich war noch gar kein Rentner und so, ne? Ich war selber Auszubildender und ich so, oh Gott. Ja, und ihr lacht ja jetzt in Dortmund oder Düsseldorf oder Köln oder Castrop-Rauxel und so. Ihr seid ja in Weltstadtmetropolen, aber ich in Hürth hier auf dem Dorf. Da gibt es ja sowieso kaum Ärzte, so, weißt du? Also wollte ich so richtig komplett zum Arzt gehen, mir was verschreiben lassen und mich krank melden und muss jetzt trotzdem zur Arbeit gehen. Und da bin ich dann I'm Legend, weißt du, wie in dem Film so. Keine Sau ist da, weil die alle reich sind, sind alle Privatpatienten. Du weißt, was ich meine, so, ne? Jetzt habe ich mir überlegt, du kannst ja aber eigentlich auch so bei Dr. Google anrufen und so, weißt du, so mit Ärzten so eine Konferenz machen, ne? Die kriegen dir ja Geld für. Hey, genial, ich glaube, ich werde auch Arzt. Dr. Dennis. Weißt du, schau vor, Dr. Dennis, kannst du bei mir anrufen? Ja, Herr Dr. Dennis, meine Nase ist dicht, ich rieche nicht mehr. Da kann ich dem sagen, ja, einfach 3-mal am Tag furzen und wenn sie den Furz wieder riechen können, dann ist die Nase wieder frei. Macht 300 Euro. Hey, oder? Man muss die Kacke doch nicht studieren, jetzt mal ganz ehrlich. Leute, boah, ich hab voll die Panik so, ne? Habt ihr mal auf die Uhr geguckt? Also ich meine nicht die Uhr, sondern Kalender. Heute ist der 11. Oktober. Ich hab voll die Panik, ey, wir müssen uns beeilen. Weil am 30.11. so, ne, musst du die Versicherung wechseln vom Auto. Ja, sag ich jetzt nicht, sondern sagen die alle so. In dem Radio drinnen, im Internet, im Fernsehen so. Selbst meine Oma, die sagt nicht guten Morgen, sondern zu mir so, Versicherungswechsel und so. Gut, okay, das war ein Albtraum, den ich hatte und so. Die Oma, ey. Ey, selbst mein E-Mail-Postfach ist mittlerweile wie so eine Werbeplattform. Ehrlich. Ich schwöre, was denn ja so alles angeboten wird. Also nicht, dass ich das nötig hätte und so. Du weißt, was ich meine. Ja, aber ey, kommen wir zurück zur Versicherung. Das geht so nicht. Egal, wo du hinkommst, man kriegt ja nur Panik gemacht. Mit anderen nehmen sein Worten, liebe Versicherung. Ich übersetze mal eure Sprache. Du musst dringend wechseln, weil vor einem Jahr habt ihr auch gesagt, dass da die Versicherung nicht richtig gut ist. Also sollen wir die auch wechseln. Und davor das Jahr habt ihr auch gesagt, wir sollen die Versicherung wechseln, weil das auch wieder nicht richtig gut war. Das heißt, eigentlich baut die nur Kacke. Die ganze Autoversicherung, alles zusammen, die bauen nur Scheiße die ganze Zeit, weißt du? Ja, ich meine, wann brauchst du mal so eine Versicherung? Zum Beispiel Steinschlag in der Scheibe und so, ne? Ja, ey, Selbstbeteiligung, 30 Milliarden Euro, weißt du? Also machst du doch selber, bist ja nicht doof. Oder, als ich einmal eine Versicherung gefragt habe, so, sagen Sie mal, zählt das eigentlich auch, wenn ein Einhorn oben aufs Dach gekotzt hat und das hat sich reingebrannt durch die Sonne? Da haben die nur zurückgeschrieben, verarschen können wir uns selber, Herr Versicherungsteilnehmer. Hab ich gesagt, nee, Karneval, also da war ein verkleidetes Einhorn und das hat aufs Dach gekotzt und so, ne? Das wollten sie dann wiederum nicht mehr wissen. Abgelehnt ist abgelehnt. Die stehen ja voll in Konkurrenz mit dem ganzen Weihnachtsgebäck, was jetzt schon eigentlich Ende Juli im Supermarkt gestanden haben. So, damit man da auch schon ein schlechtes Gewissen bekommt. Ich muss jetzt Lebkuchen kaufen, damit ich Heiligabend überhaupt was bekomme. So, und genauso geht's halt mit diesen Versicherungen so, ne? Boah, Leute, aber ich konnte tagelang nicht schlafen. Jetzt bei der Werkstatt immer noch Autoversicherung. Der Typ mit Brille am Labern in der Werbung und so weiter, ne? Ey, und dann ist mir eingefallen, ich hab gar kein Auto. Ich hab kein Auto, ey. Manchmal bin ich Gewinner. Warte mal, jetzt fällt mir gerade ein von O bis O. Oh Gott, ich muss Winterreifen wechseln, ey. Winter, jetzt krieg ich direkt wieder Panik. Ach so, ich habe ja gar kein Auto, ich bin ja doof. Boah, aber weißt du, was das auch heißt? Boah, ich bin überhaupt nicht in, ey. Ich hab keine Probleme, weißt du, was ich meine? Ich hab keine Probleme, ey. Ich bin der Einzige auf der Welt, der keine Probleme hat, so, ne? Boah, Mann, ey, jetzt hab ich Panik. Und direkt wieder Problem. Sehr gut. Ich glaube, ich sollte mal was essen. Ich glaube, ich habe Unterzucker, ey. Was guckt ihr denn alle so?